Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich euch gerne zeigen, was ich mir alles so bei Primark gekauft habe. Einige haben ja angefragt, ob ich dieses Video abdrehen kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten mit den Schuhen. Und da habe ich mir zum einen diese mitgenommen. Die sind so eine schönen leichten Boots, sind leider nicht gefüttert. Ich hätte sie halt auch gern gefüttert gehabt. Aber so ein Stil wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Ich habe auch schon ein paar von so ähnlichen, aber die habe ich mir leider ein bisschen zu klein gekauft. Ich kann sie zwar anziehen, aber nicht wirklich lange tragen. Und von daher bin ich wirklich froh, dass ich diese bekommen habe. Die sind Cognat, braunfarbig und haben 21 Euro gekostet. Ebenfalls braune Cognat-farbene Sneaker habe ich mir noch mitgenommen. Diese finde ich wirklich sehr, sehr schön, weil sie zum einen wirklich tolle Applikationen auch in Gold haben. Nicht nur die Ösen, sondern auch der Reißverschluss ist in Gold. Ebenfalls die Sohle ist nicht rein weiß, sie ist so ein bisschen cremig. Das finde ich sehr, sehr schön, das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und diese Sneaker haben 15 Euro gekostet. Und außerdem habe ich noch diese Stiefletten mitgenommen. Ich habe mir ähnliche bei H&M bestellt, muss allerdings sagen, dass die bei Primark günstiger sind und sie sehen wirklich fast identisch aus. Und sie gibt es in drei Farben, in Schwarz, in diesem Grau und noch in so einem schönen Bordeaux-Rot, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich wollte allerdings für diesen Herbst, Winter schöne graue Stiefletten haben und von daher sind es diese geworden und sie haben 23 Euro gekostet. An diesen kleinen Schnäppchen konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Diese Tasche wurde auf 3 Euro runtergesetzt und sie finde ich wirklich sehr, sehr schön. Sie hat auch wieder ebenfalls goldene Applikation, hat tolle Fransen hier unten dran. Und was wirklich für mich immer sehr, sehr wichtig ist, dass halt mein Portemonnaie reinpasst. Und sie ist nicht zu klein für mein Portemonnaie, aber auch nicht zu groß, damit es so eine riesen Tasche immer wird, damit man einen Haufen Zeug mitschleppt. Und ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, für 3 Euro kann man nichts verkehrt machen. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Klamotten. Wahrscheinlich für die meisten so die interessanteren Geschichten. Und da habe ich mir zum einen mal wieder so ein einfaches T-Shirt mitgenommen und das hat so einen richtig tollen Print drauf. Und zwar ist das ein Herz und halt in dem Herz steht halt in verschiedenen Sprachen halt Liebe und Traum. Und hat einfach wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe, also mir gefällt diese Farbe sehr, sehr gut. Habe ich in meinem Kleiderschrank noch gar nicht, so ein richtig schönes Grün und so ein Khaki-Grün, ja. Und bei diesen T-Shirts kann man immer nichts verkehrt machen. Die kosten 3 Euro und sind wirklich immer sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch so ein anderes T-Shirt mitgenommen. Wieder so typisch eine Popi-Farbe in Grau. Dieses ist allerdings so ein bisschen grau meliert, also ein bisschen so mit Schwarz durchgezogen. Und hat auch wieder so einen schönen Print vorne drauf. Love More, Worry Less. Und ich glaube, dieses T-Shirt hat allerdings 6 oder 8 Euro gekostet. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher, habe die Etiketten auch schon alle abgemacht. Aber ich fand es halt wirklich sehr, sehr schön. Hat auch nicht so einen langen Ärmel wie ein normales T-Shirt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, leichtes T-Shirt. Gefällt mir wirklich gut. Als ich diese Hose gesehen habe, ja, ist es über mich gekommen und ich konnte quasi nicht dran vorbeigehen. Das ist halt so eine richtig coole, einfache Jogginghose. Hat unten so ein schönes Bündchen. Und ist halt all over mit Fast Food Print. Und ich fand das wirklich sehr, sehr lustig, weil ich glaube, das wird meine neue Lieblings-Schlabber Sonntagshose, weil sonntags ist wirklich immer ein totaler Fresstag. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und all das Zeug, was hier drauf ist, passt wirklich sehr, sehr gut zu einem Sonntag. Und ja, ich habe sie gesehen, ich habe mich verliebt und ich musste sie kaufen. Und ich glaube, sie hat 9 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch mehrere verschiedene Paar Socken mitgenommen, denn mir ist aufgefallen, dass wirklich in meiner Sockenschublade nur Sneakersocken größtenteils vorhanden sind und dadurch, dass ich ja jetzt im Winter wieder mehr Stiefel und Stiefletten trage, sind Sneakersocken nicht immer unbedingt die gute Wahl und von daher mussten mal so normale Socken mit her und da habe ich mir 3 verschiedene Pakete mitgenommen. Man bekommt immer 5 Stück für 3,50 Euro und ich finde, das ist ein wirklich super Preis. Dann habe ich einen kleinen Tipp für euch Mädels da draußen und zwar habe ich mir mal bei DM so ein kleines Schwämmchen gekauft, was eigentlich fürs Gesichtpeeling mit verwenden soll. Und damit habe ich gemerkt, gehen meine Pinsel, meine Make-up-Pinsel wirklich sehr, sehr gut zu reinigen,
Dadurch, dass das aber etwas zu klein ist, wollte ich unbedingt ein etwas größeres haben. Und von Sigma gibt es ja auch wirklich so eine Brush-Matte. Diese kostet allerdings, ich glaube, um die $40 und das ist mir wirklich viel zu teuer. Und von da habe ich einfach mal so ein bisschen rumgeguckt in letzter Zeit und habe dann wirklich bei Primark dieses Schätzchen gefunden. Es sieht halt wirklich genauso aus wie das Ding von DM, ist aber wirklich ein bisschen von der Fläche her etwas größer, hat auch so einen tollen Saugnapf hinten dran, hat der von DM auch. Und dadurch, dass halt wirklich dieser eigentliche Peeling-Kopf etwas größer ist, wird sich definitiv viel, viel besser machen, meine Pinsel sauber zu machen. Und der hat nur 2 € gekostet und ist wirklich ein Tipp an euch, denn mit diesen Dingen wird es definitiv schneller gehen, eure lästigen Pinsel immer ständig sauber zu machen. Ich hasse das und ich mache es auch viel zu selten. Und ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Dann mussten mal wieder die obligatorischen Haargummis mit, diese tollen, ja, die aussehen wie so ein Telefonkabel. Ich finde die, die so ein bisschen mit Stoff umzogen sind, finde ich besser als die einfachen Plastidinger. Oder halt auch die teuren Plastidinger, finde ich jetzt auch nicht so besonders. Also die mit Stoff drumherum finde ich noch ein bisschen besser. Und da habe ich mir diesmal so bräunliche mitgenommen, halt neutrale. Und da kriegt man 6 Stück für 1,50 €. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen in der Dekoabteilung rumgestöbert und ich wollte unbedingt noch so ein bisschen für über das Bett noch eine andere Lichterkette haben und da habe ich wirklich eine gefunden, die ist wirklich sehr, sehr schön. Das sind so eine Bälle und die sind so ein bisschen mit Glitzer umrandet, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und es sind 8 Bälle, ist eine LED-Lampe und werden halt mit Batterie betrieben und das ist eigentlich immer ein sehr, sehr schönes Licht. Ich mache mir gerne so Lichterketten abends an, wenn ich dann wirklich im Bett liege und nur noch ein bisschen Fernsehen gucke. Und da macht sich das dann eigentlich immer sehr, sehr gut. Kostet 7 €. Ebenfalls aus der Dekoabteilung durfte dieses Schätzchen noch mit. Ja, sieht halt wie eine ganz normale Tasse aus, aber wenn man sie sich dann von oben anguckt, ist sie halt ein süßes, niedliches, kleines Herz. Und das fand ich wirklich zuckersüß. Und leider gab es sie nur in dieser einen Farbe, in grün-beige. Ja, ich hätte mir was girly-mäßiger oder weiblicher hätte ich mir schon gerne gewünscht. Zumindest irgendwie rosa, lila, pink, irgendwie sowas wäre halt echt gut gewesen. Aber nichtsdestotrotz fand ich sie wirklich sehr, sehr schön und habe sie mir mitgenommen und sie hat 4 € gekostet. Habe ich mir noch diesen Pullover mitgenommen. Er ist eigentlich recht schlicht, also wirklich schwarz. Hat diesen einfachen Print oben drauf mit schick. Was ich aber bei dem Pullover sehr, sehr schön finde, ist, der hat so eine leichte Prägung. Also das sind so eine, ja, wie so eine Art Dreiecke, Sterne und sowas. Alles ist so ein bisschen eingenäht. Also so wirklich so eine leichte Prägung sieht man von Weitem gar nicht. Erst beim näheren Hingucken sieht man das. Und ich glaube, er hat 13 € gekostet. Ja, als ich halt in der Abteilung war, wo es halt Schlafklamotten etc. gab, habe ich ja wie gesagt schon diese tolle Jogginghose gefunden. Und mir ist da noch was ins Auge gestochen und zwar diese Kombi. Also es ist wirklich so ein einfaches Shirt. Da steht auch Cheat Day drauf mit so einem richtig schön leckeren fetten Burger. Yum Yum steht da auch noch mit drauf. Und dazu gab es halt in der Kombi gab es halt so eine kleine Hotpants dazu, die ebenfalls dieses All-Over-Print hat mit Hamburger, Pommes und Co. Und ja, wie gesagt, für so ein chilliges Wochenende oder für so einen chilligen Sonntag auf dem Sofa ist das genau das Richtige, finde ich. Und ich glaube, die Kombi kam 8 €. Ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher, also, aber definitiv unter 10 €. Wie ihr ja wisst, habe ich einen kleinen Hund. Und der mag es natürlich sehr, sehr gern, wenn ich mich früh für die Arbeit fertig mache und mein Schlafzeug einfach nur so aufs Bett schmeiße, stürzt er sich immer wie so ein kleiner Wahnsinniger da drauf und fängt dran, sich da drin zu wälzen und dran rumzukatschen etc. Und um das ein bisschen zu verhindern, habe ich mir jetzt dieses süße Pillowbag gekauft. Das ist halt wirklich so eine kleine Tasche, wo man halt sein Schlafzeug reinstecken kann. Finde ich wirklich sehr, sehr süß. Und am Ende sieht es halt aus wie ein kleines Kissen. Also es ist wirklich halt, ja, man kann da halt sein Schlafzeug reinstecken. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe mich jetzt für den Hasen entschieden. Der hat mir halt wirklich am besten gefallen. Ich kann jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, es gab noch einen Teddybär und ich glaube, es gab noch, was gab es denn da noch?
Weiß ich nicht. Aber ich fand halt, wie gesagt, den Hasen am niedlichsten. Er ist halt so richtig schön blassrosa und sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Und das macht sich auf meinem Bett sehr, sehr schön. Und das kam 4 Euro. Ebenfalls nochmal in dieser T-Shirt-Abteilung habe ich noch dieses Schmuckstück gefunden. No Drama steht vorne drauf. Kostet auch wieder nur 3 Euro das T-Shirt. Und ja, ich finde, bei diesen Primark-T-Shirts kann man wirklich nichts falsch machen, auch wenn man sie nur ein paar Monate trägt. Ich meine, es kostet 3 Euro. Und dann kauft man sich halt einfach wieder zwei, drei neue und man ist immer gut damit bedient. Da ich mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Ponchos und so schöne Strickjacken gekauft habe, brauchte ich wirklich mal so ein paar Basics für drunter, die halt auch einen Langarm haben. Und da habe ich mir jetzt da auch ein paar gekauft und da ist zum einen dieser mit in die Tüte gewandert. Es ist halt, wie gesagt, ein ganz, ganz einfaches langarmiges Shirt. Es ist auch relativ dünner Stoff, aber es ist ja wirklich einfach nur für drunter. Und dieses kam 3 Euro. Das gleiche habe ich mir dann nochmal in so einer anderen Farbe mitgenommen. Das ist so ein Aubergine-Lila. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Also etwas so gedecktere Farben habe ich diesmal gewählt, weil Grau und Schwarz und Weiß, das habe ich zu Genüge in meinem Kleiderschrank. Und wie gesagt, das kam halt auch 3 Euro und ich denke, damit kann man nichts verkehrt. An Flanellhemden kommt ja diesen Herbst, Winter wirklich keiner dran vorbei und ich habe mir ja auch schon einige zugelegt. Und dann habe ich bei Primark noch dieses Schmuckstück gesehen und ich habe mich quasi auch wieder verliebt und ich musste es einfach mitnehmen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön, weil es hat goldene Knöpfe und es ist auch mit Druckknöpfen, nicht mit normalen Knöpfen, was ich auch wirklich sehr, sehr schön finde. Man kann es wieder so schön hochkrempeln, also dass man so wie so eine Art Dreiviertelarm nur hat oder halt wirklich den komplett langen Arm. Es ist ein richtig schöner Flanellstoff und nicht so dieses Polyester-Zeugs. Und ich glaube, er hat 13 Euro gekostet und ihn gab es noch in so einem schönen dunklen Grün. Hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber ich weiß nicht, grün habe ich mich nicht so richtig rangetraut und bei der Kombi weiß ich, dass es mir halt steht. Also es ist wirklich so, die Grundfarbe ist ein dunkles Rot und ein dunkles Blau und da drin ist halt noch ein bisschen Schwarz und ein bisschen Grün und ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie schon vorhin erwähnt, brauche ich halt einfach ein paar Basics für drunter zum Ziehen jetzt für den Winter. Und da habe ich mir noch so ein paar einfache leichte Pullover mitgenommen. Also sie sind wirklich aus so einem leichten Stoff, wie die meisten einfachen Strickjacken bei Primark sind. Hat auch wieder einen schönen langen Arm und hat so einen leichten V-Ausschnitt. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe mir wieder so ein Aubergine-Lila mitgenommen. Und da ich halt auch ein bisschen variieren kann, habe ich noch eine andere Ausführung in so einem Creme-Weiß mitgenommen. Bei dem finde ich es ganz süß, weil der hat wirklich hinten am Rücken, hat der nochmal so eine kleine Knopfleiste und wirklich sehr, sehr niedlich. Dieser hat jetzt einen Rundhalsausschnitt, ist auch wieder mit langem Arm. Und ich glaube, jeweils kam ein Pullover 4 Euro. Zu guter Letzt habe ich mich schon mal etwas auf die Suche nach einer neuen Winterjacke gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon fündig werde, aber ich habe bei Primark tatsächlich eine gefunden. Ich wollte dieses Jahr unbedingt eine schwarze haben, denn ich habe schon sehr, sehr viele in diesem Khaki-Grün. Und ja, es musste halt einfach mal was anderes her. Ich habe mich schon wieder in zigtausend Khaki-Grüne verliebt, aber wie gesagt, ich wollte unbedingt eine schwarze haben. Und da ist es diese geworden. Es gibt wirklich schon sehr, sehr viele bei Primark. Sie ist tailliert, also sie hat in der Taille hat sie halt einen Bund, den man noch sich enger schnüren kann. Sie ist wirklich sehr, sehr schön lang geschnitten. Also sie geht mir wirklich bis fast zu den Knien, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Sie hat eine Fake-Pelz-Kapuze. Man kann diesen Kragen von der Kapuze noch abnehmen. Man kann die ganze Kapuze kann man nicht abnehmen, aber den Kragen kann man abnehmen. Und innen drin ist sie auch nochmal mit so einem Fake-Pelz ausgestattet. Sie fühlt sich gar nicht so dick an, aber sie hält wirklich sehr, sehr schön warm. Und sie hat jetzt nur 45 Euro gekostet, was ich finde für eine Jacke wirklich sehr, sehr wenig Geld ist. Ich bin immer viel zu geizig, irgendwas um die 70 bis 100 Euro für eine Winterjacke auszugeben, weil ich sowieso weiß, dass ich spätestens nächstes Jahr eine neue haben möchte. Und von daher finde ich diese wirklich sehr, sehr schön. Sie gab es noch in verschiedenen Farben. Also sie gibt es in einem dunklen Blau, in einem Schwarz, im Khaki-Grün. So, meine Süßen, das war schon mein Primark-Haul. Ich habe ja vieles eingekauft. Ich habe natürlich noch andere Sachen eingekauft,
Diese waren halt aber eher für meine Familie oder für Freunde gewesen. Von daher zeige ich das jetzt hier nicht. Ich habe wieder eine Menge Geld bei Primark gelassen, wie eigentlich immer, wenn ich mal dort bin. Ich bin halt nicht so oft bei Primark, deswegen schlage ich dann immer gleich richtig zu. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht auch einen kleinen Anreiz gegeben, um halt mal wieder ein bisschen neue Sachen zu entdecken bei Primark. Ich mag diese Videos immer sehr, sehr gern. Ich gucke mir das auch sehr, sehr gern immer noch an, bevor ich zu Primark fahre. Ärgere mich dann zwar hinterher immer, dass ich nicht das finde, was ich eigentlich haben wollte, aber dafür findet man halt wirklich trotzdem immer wieder tolle neue Schätze und ich mag Primark total. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über euer Abo, eine konstruktive Kritik in den Kommentaren oder ein Lob oder was auch immer. Ich freue mich über jeden Kontakt, den wir miteinander halten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ciao, eure Popi.